Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Kilian Gaffrey. Moin moin liebe Stammis, moin André, mein Bärchen. Wir sprechen als erstes über den FC Bayern. Der Kollege Michael Schröer war im Stadion und hat gesehen, wie die Bayern Arsenal rausgehauen haben. 1-0 am Ende. Wir hören rein. Moin moin aus München, André, die Bayern. Sie stehen im Champions-League-Halbfinale. Der Traum vom Champions-League-Titel erlebt hier in München. Lange da saß nach einem Unentschieden aus. Doch Joshua Kimmich, der brachte Bayern mit einem Kopfball nach einer Flanke von Rafael Guerreiro auf die Siegerstraße. Er ist der Mann des Spiels. Die Bayern, sie stehen im Halbfinale. Und der große Traum von ganz Deutschland, dass sich das Wembley-Finale mit Dortmund und den Bayern wiederholt, erlebt. Viele Grüße aus München. Ciao, ciao, André. Joshua Kimmich, Mann des Spiels. Da werden viele Bayern-Fans sagen, ja endlich mal wieder. 1-0, das schönste Ergebnis im Fußball. Es reicht am Ende viel Zittern, viel Bibbern. Ich fand, Bayern war über weite Teile dieses Spiels die bessere Mannschaft. Sie müssen sich vielleicht auch gar nicht mal so sehr bedanken bei einem Manuel Neuer. Einfach war eine gute Mannschaftsleistung. Thomas Tuchel hat richtig gelegen mit seiner linken Seite, Masraoui und Guerreiro. Ey, wer vor allem richtig gelegen hat, war Michael Schröer. Genau. Der hat das hier, ne, mit Ansage. Genau, wir hatten es ja in der gestrigen Folge schon gesagt, dass Michael mit der These ganz weit vorne liegt. Wir beide haben auch gut gelegen mit Bayern, aber auch mit Real, über die wir gleich dann nochmal sprechen werden. Nur Niklas Heising, der hat nicht so gut gelegen, ne? Also wir haben es jetzt ja schon mehrfach hier im Stammplatz angekündigt, dass es einen riesen Zoff gab zwischen Niklas Heising und mir. Vor ein paar Wochen, direkt nach dem BVB-Spiel, am Tag nach dem BVB-Spiel, als Manchester City gegen Arsenal gespielt hat. Wir hören mal rein in diese wirklich extrem geschnittene Sprachnachricht, weil wir mussten zahlreiche Kraftausdrücke von Niklas Heising selbst genannt rausschneiden. Wir hören mal kurz rein. Weil die sich hier beide so die Wörter um die Ohren pfeifen, habe ich gedacht, nehme ich das Ganze jetzt auf, um festzuhalten, möglicherweise dann einzuspielen. André Albers, was sagst du? Bayern kommt weiter auf jeden Fall, bin ich mir sehr sicher. Niklas Heising hat sich von diesem Spiel, was gestern war, also für alle Stammis ist es jetzt schon ein bisschen her, gegen Borussia Dortmund ein bisschen blenden lassen. Aber ich gucke mir gerade Arsenal an, ich sehe nichts, was da Bayern Sorgen machen müsste. Bayern kommt weiter. Van Helsing, was hältst du dem Ganzen entgegen? Ich möchte sagen, Arsenal spielt gerade gegen Manchester City, die beste Mannschaft der Welt. Was mit den Bayern passieren würde, wenn die gegen City spielen würde? Arsenal steht gerade 0-0. Ich möchte insgesamt nur sagen, Arsenal wird locker gegen die Bayern weiterkommen. Arsenal kommt auf jeden Fall sicher weiter, das ist klar. So, und jetzt kann der junge Padawan sich mal wieder ein bisschen beruhigen. Erfahrung siegt, sowohl bei den Bayern als auch hier im Podcastbüro. Du bist halt einfach erfahren. Und bist ein erfahrener Tipper und deswegen hast du damit richtig gelegen. Ich muss auch sagen, ich hätte das nicht unbedingt erwartet, ja, vor ein paar Wochen da, als ihr euch gestritten habt. Aber nach dem Hinspiel habe ich schon dran geglaubt. Und wie gesagt, Bayern hat sich das verdient. Und es ist ja jetzt einfach eine sehr, sehr schöne Situation, André, in der wir und der deutsche Fußball stecken. 2 von 4 Mannschaften im Champions-League-Halbfinale sind deutsche Teams. Das ist ein starkes Stück. Ja, und weißt du, was mir gestern extremst aufgefallen ist bei den Bayern? Wie die sich gefreut haben. Das war super wichtig für die. Nach dem Spiel, ja, also die Freude war schon extrem, wie die ganze Bank aufgesprungen ist, wie dann Neuer, Goretzka direkt Richtung Südkurve gelaufen sind, sich da angepeitscht haben, alle lagen sich in den Armen. Das hat mir dann auch wieder gezeigt, dass bei den Bayern da doch noch Teamgeist drin ist. Das hat ja die letzten Wochen und Monate nicht immer so gewirkt und ich habe gesehen, dass diese Mannschaft lebt und ich glaube, diese Mannschaft glaubt auch daran, dass sie es bis nach Wembley schaffen können, dass sie es schaffen können, den Henkelpott am Ende in die Luft von London zu recken. Das war ein ganz wichtiger Schritt für die Bayern und auch ein Thomas Tuchel. Du hast gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat. Ich muss so ein bisschen tatsächlich sagen, dass ich echt enttäuscht war von Arsenal. Also ja, die wurden hoch gehandelt, die spielen in der Premier League guten Fußball, aber selbst nach dem 1-0 von Kimmich gestern, ne? Da kam fast nichts. Also die hatten echt nicht viel entgegenzusetzen. Und da habe ich habe schon damit gerechnet, dass die Bayern die abgewichstere Mannschaft sind, aber nicht, dass Arsenal am Ende wirklich gar nichts mehr bringt. Du hattest ja schon diese Vermutung, dass auf dem Niveau dann auch die Erfahrung, die Spiele auf internationalem Niveau, die in den letzten Jahren von den Bayern absolviert worden sind, das entscheidende Zünglein an der Waage sein kann. So war es dann auch. Auch mit der These hast du richtig gelegen. Chapeau. Und das hast du einfach gesehen, ja. Arsenal war auf dem Level einfach nicht erfahren genug und die Bayern waren halt wirklich eine abgewichste Truppe und Thomas Tuchel hat die gut eingestellt, muss man auch sagen. Und ich glaube, beim FC Bayern kann man jetzt durchatmen, denn
es wird nicht Manchester City. Wir beide sind uns einig. Also gegen City hätte Bayern wahrscheinlich große Probleme gehabt. Irgendwie habe ich das Gefühl, auch wenn Real sich da gestern nach Elfmeterschießen durchgesetzt hat, dass die dem Bayern mehr liegen. Vom Erfahrungslevel her treffen da die beiden besten Mannschaften der Champions League aufeinander. Die sind wirklich abgewichst hoch 100, Real vielleicht nochmal ein Stück mehr. Die haben sich da gestern mit einem Eckenverhältnis von 1 zu 16 und nur 30% Ballbesitz und wirklich ein Drittel der Anzahl von gespielten Pässen, die City gespielt hat, irgendwie durchgemogelt ins Halbfinale der Champions League. Und nicht mal Luka Modric musste seinen Elfmeter verwandeln. Also da hat wirklich alles gestimmt. City war aber auch im Elfmeterschießen ein bisschen zu dämlich. Also wenn du so gesehen hast, wie Bernardo Silva den Elfmeter geschossen hat, der Kollege Lunin, der Realtorwart, musste einfach nur auf der Linie stehen bleiben und den Ball lockerlässig abtropfen lassen, als wenn es so ein Schüsschen aus 25 Metern gegeben hätte. Ja. Also das wirklich bodenlos. Und letztendlich macht Toni Rüdiger, unser Innenverteidiger der Nationalmannschaft, seinen Fehler wieder gut, haut den entscheidenden Elfmeter dann rein und Real ist weiter. Und du siehst halt einfach so dieser Carlo Ancelotti, ja, was für ein kaltschnäuziger Hund. Ja, wir müssen, glaube ich, ganz kurz noch zu den 90 Minuten kommen. Erst ist Real durch Rodrigo in Führung gegangen und dann Patzer von Rüdiger, kann man, glaube ich, schon so sagen. De Bruyne verwertet das Ding zum 1-1. In der Verlängerung ist nichts mehr passiert. Man City gefühlt turmhoch überlegen. Und das ist halt genau das Ding. Also Real ist eine Mannschaft, ich habe es ja auch gestern in der Folge schon gesagt, die brutale Konterqualitäten hat. Und ich glaube, dass die Bayern da gar nicht so super viel zulassen. Ja. So, also das ist spannend, das ist wirklich spannend. Für mich ist das 50-50. Ich glaube auch, dass da nicht viele Tore fallen werden. Bayern muss halt sehr, sehr Acht geben auf Kontersituationen von Real. Deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht so unwichtig, dass ein Alphonso Davies nochmal ein bisschen mehr in die Spur findet, weil wenn du da anguckst, was mit Rodrigo und auch mit Vinny Junior an Speed auf dich dazugelaufen kommt von Real, dann wird das schon schwer. Ich glaube, Bayern wird da viel das Spiel machen. Mehr als sie gegen Arsenal es machen mussten, aber auch das ist möglich. Das Finale, der Traum von Wembley mit zwei deutschen Mannschaften, die Wiederholung Bayern-Dortmund von 2013 nach 11 Jahren nochmal zu sehen, sie lebt, André, sie lebt. Wir müssen ganz kurz, wenn wir schon gerade beim FC Bayern sind, noch über die Trainerfrage sprechen. Da ist gestern ein bisschen was passiert. Genau, erst hat Max Eberl im Vorlauf bei den Kollegen von The Zone drüber gesprochen. Laura von Torra hatte dann gesagt, ja, Julian Nagelsmann ist im Stadion, will aber keine Interviews geben. Ne? Zu Gerichten möchte er sich nicht äußern. Max Eberl hat dann auch gesagt, du Laura, nimmst mir nicht böse, er möchte keinen Kommentar abgeben. Schon großes Zeichen, das ist immer. Schon irgendwie ein großes Zeichen. Und dann gab es gestern Abend noch nach dem Spiel einen Tweet des Kollegen Florian Plettenberg von Sky, der offensichtlich schon einen Podcast hören durfte, der gestern Abend noch gar nicht online war, jedenfalls nicht um 23.30 Uhr unserer Zeit. Ja. Und da geht es in diesem Podcast von Sebastian Hellmann, das ist der Host des Ganzen, kennen wir auch als Sky oder Amazon-Moderator. Genau, Spielmacher heißt das Ding, da war unser Chef Matthias Brüggemann auch schon mal zu Gast. Genau, ne? Und Volker Struth war quasi in seinem eigenen Podcast zu Gast. Das ist der Berater von Julian Nagelsmann. Genau, weil Volker Struth gehört ja dieser Agentur Sports 360, die haben auch nochmal eine ausgekoppelte Media-Agentur, Media 360 oder 360 Media heißt die, und Volker Struth hat quasi in seinem eigenen Produkt über die Personalie Julian Nagelsmann informiert, hat er unter anderem erzählt, dass es die meistgestellte Frage ist, die er momentan bekommt. Logisch. Und dass sich alles in den nächsten Tagen entscheiden wird. Er sagt sogar in den nächsten 5, 6, 7 Tagen. Und er sagte auch, es wäre kompletter Nonsens, dass man nicht mit Parteien spricht. Die sprechen nur, nicht nur mit Bayern, sondern auch mit mehreren Vereinen, die an Nagelsmann ja auch noch, ne? Interessiert sind. Und dann hat er gesagt, es ist quasi sein Job, das so zu machen. Und dass es halt Gespräche gibt und in den nächsten Tagen wird da etwas announced. Lass uns mal kurz festlegen, das wird passieren. Julian Nagelsmann wird Bayern-Trainer. Glaubst du nicht? Ich glaube auch, dass es passieren wird. Ich finde es ein bisschen makaber, dass jetzt Volker Struth in seinem eigenen Medium sich dazu äußert und es dann auch, ja. Auf jeden Fall wird es passieren. Ich bin mir sicher, Julian Nagelsmann wird Bayern-Trainer. Schon wieder. Und ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Ich finde es auch gut. 100%. Ich freue mich drauf. Wir werden da viel drüber zu sprechen haben. Ich bin gespannt, wie sie bei Bayern mit ihm umgehen. Ich will jetzt nicht sagen, der hat Narrenfreiheit, aber dem wird man schon deutlich mehr Freiheiten lassen müssen als beim letzten Mal. Der wird sich da schon die eine oder andere Sache wahrscheinlich rausnehmen können. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
Ja, er kriegt jetzt einfach die zweite Chance. Ich glaube, er brennt auch für diese zweite Chance, ja, für die Nationalmannschaft. Ist es vielleicht zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen blöd, aber alle Parteien wissen jetzt frühzeitig, woran sie sind, wenn es denn so kommt. Und ich erwarte das auch. Und ich finde es gut, dass er diese zweite Chance bekommt. Und wenn man ihm bei Bayern den Rücken stärkt, und ich glaube, Max Eberl ist ruhig genug und hat diese Ruhe weg, nicht so wie Brazzo und Kahn damals dann in den entscheidenden Momenten sich etwas treiben zu lassen, auch von der Öffentlichkeit, dann kann das eine gute zweite Amtszeit von Julian Nagelsmann bei den Bayern werden. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. Lass uns zurück zu aktuellem Fußball kommen. Heute ist die nächste deutsche Mannschaft, die von einem Finale träumt, noch am Start. Muss natürlich erstmal ins Halbfinale einziehen. Wir reden von Bayer Leverkusen, dem deutschen Meister, dürfen wir jetzt ja immer wieder sagen. Und die Leverkusen haben das Hinspiel schon 2-0 gewonnen, zwar spät, aber trotzdem insgesamt souverän, gehen als großer Favorit in die Partie. Und Pippo Ahrens ist natürlich, ne, unser Grande Pippo in London mit dabei, hat eine Sprachnachricht geschickt, vorab, wir hören rein. Ja, hallo aus London nach Berlin. London Calling hieß es für Bayer Leverkusen. Am Mittwoch um 15 Uhr hob die Maschine von Köln nach London Stansted ab. Am Donnerstag 21 Uhr spielt Bayer 04 das Viertelfinalrückspiel in der Europa League bei West Ham United. Muss einen 2-0 Vorsprung verteidigen, um ins Halbfinale dieses Wettbewerbs einzuziehen. Ja, es ist ein ganz besonderes Spiel für Bayer Leverkusen. Es ist das erste Spiel in der Geschichte des Vereins als deutscher Meister. Aber diese Meisterschaft, die hat man jetzt erstmal abgehakt. Das hat Granit Xhaka in der Pressekonferenz nach der Ankunft in London nochmal gesagt. Wir haben ein bisschen gefeiert, aber nicht allzu viel, weil es gibt noch nicht so viel zu feiern. Wir sind sehr hungrig, wir haben noch etwas vor. Und das hat Simon Rolfes auch vor der Abreise zum Flughafen gesagt. Ein Ziel ist erreicht, es gibt noch zwei. Die Europa League und den DFB-Pokal. Ja, die sind noch nicht fertig. Ich bin gespannt, ob die sich erholt haben vom Feiern. Ich denke schon. Ich hoffe, sie sind alle nüchtern. Ja, aber die sind auf jeden Fall noch nicht fertig mit der Saison. Das Triple ist realistisch. Hundertprozentig. Ja, und es ist auch wichtig, dass Leverkusen dort bei West Ham gewinnt, weil es gibt ja jetzt eine Sache, die ganz interessant werden könnte. Es könnten nämlich sogar nächstes Jahr 6 deutsche Clubs in der Champions League spielen. Dafür gibt es ein paar Grundvoraussetzungen. Ich sag mal, die erste ist, dass die Bundesliga mindestens mal Platz 2 in dem einen Jahresranking der UEFA hält. Italien ist vorn weg. Dahinter kommen die deutschen Clubs und die Engländer. Deutschland hat momentan die Nase vorn, weil es war jetzt auch super wichtig, dass die Bayern A mal gegen Arsenal gewonnen haben, weil dadurch wird die Distanz da in diesem Bereich wieder etwas größer. Es wäre sehr, sehr wichtig, wenn Leverkusen das gegen West Ham auch schafft. Ja. Und die zwei anderen Grundvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit ein 6. Bundesliga-Club mit rein kann in die Champions League, ist, dass Dortmund nicht unter die ersten 4 der Liga kommen darf. Die müssen 5. werden. Das könnte man ja irgendwie regeln. Plus, sie müssen die Champions League gewinnen. Okay. Dann könnte ein 6. Club dabei sein. Stand jetzt ist das Eintracht Frankfurt. Es könnten aber auch noch der von dir so bevorzugte, für die Conference League bevorzugte FC Augsburg in das Rennen eingreifen und der SC Freiburg. Ich muss dir aber ganz ehrlich sagen, Killi, ne, ich freue mich. Also ich finde, du hast ja große Lust auf den FC Augsburg in der Champions League. Ja, ne? Wenn du große Lust in der Conference League hast, ist ja quasi das Gleiche. Abkürzung ist CL. Naja, ich habe größere Lust in der Conference League als Heidenheim, habe ich glaube ich gesagt, auf den FC Augsburg. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf deutsche Abende hier. Ne? Ich finde aber 6 Mannschaften in der Champions League lächerlich. Also brauche ich nicht. Ich finde auch 5 eigentlich schon zu viel. Auch hat wenn da nicht mehr so viel zu tun mit dem Wort Champions League. Ne? Genau so ist es. Eigentlich müsste Bayer Leverkusen da spielen. Und das war es so, wie es früher mal war. Aber nee, 6 ist vielleicht ein bisschen deutsche Mannschaft, ein paar deutsche Mannschaften zu viel, meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das hat jeder von euch verstanden. Wenn er nicht, da kannst du gerne nochmal nachlesen bei bild.de. Da haben wir einen großen erklärt Text zu dem ganzen Thema 6. Club in der Champions League. Ja, und mit dem Szenario beschäftigen wir uns dann, wenn es soweit ist. Es gibt eine Sache, die ist noch komplizierter, die möchte ich nur kurz anreißen und da eine Leseempfehlung abgeben. Wir schicken euch oder stellen euch einen Link in die Shownotes. Da geht es um die Rechtevergabe
Die DFL hat das Ganze jetzt kurz ausgesetzt, denn The Zone fühlt sich benachteiligt, hat sich beschwert. Die haben so ein bisschen das Gefühl, das Ding geht jetzt in Richtung Sky. Da geht es um die Rechteperiode ab 2025. Das ist tricky. Also lest euch das Ganze mal durch. Wir wollen euch damit jetzt auch nicht langweilen. Schaut einfach mal auf bild.de. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Kido, wir haben noch eine Sache. Und zwar bräuchten wir einmal eure Hilfe, eure Unterstützung. Genau, denn wir würden mit eurer Hilfe gerne an einer Umfrage teilnehmen. Generell geht es da um das Thema Sport und Sportpodcast. Also da seid ihr bei uns genau richtig. Und wir wollen mal die Meinung, Interessen und Vorlieben von euch Hörern da draußen besser kennenlernen. Wir wollen verstehen, welche Sportarten, Hosts und Themen gut bei euch ankommen. Also es geht da auch um mehrere Podcasts. Ich hoffe natürlich, dass ihr da uns vor allen Dingen nennt, André und Kili und natürlich Stammplatz, unser Baby. Und wir wollen erfahren, welche Informationsquellen für Sport warum gut funktionieren. Was sollt ihr also machen? Einfach mal in die Shownotes reinklicken. Da gibt es einen Link, den wir gepostet haben. Und da könnt ihr dann 10 Minuten an dieser Umfrage lang teilnehmen. Dauert wirklich nicht länger als 10 Minuten. Und ja, eine fleißige Teilnahme, das würde uns und allen Leuten, die da involviert sind, dabei helfen, besser zu verstehen, wie unsere Hörerschaft tickt und worauf ihr da draußen Wert legt. Und so können wir nachhaltig Stammplatz, unseren Podcast, noch ein bisschen besser machen. Gibt ein bisschen gutes Karma, also macht da sehr gerne mit, liebe Stammis, würden wir uns drüber freuen. Ja, und ansonsten bleibt nur zu sagen, du bist morgen nicht da, aber es gibt die Spieltagsvorschau mit Florian König, der hat mir bei WhatsApp geschrieben, ist dabei. Freuen wir uns. Zweites Mal Florian König. Der ist wieder am Start. Also er hat gesagt, ich kann auf ihn zählen. Finde ich gut, freue ich mich. Alles klar, Deckel drauf, bis dann, ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.